Meine Lieben, wisst ihr, was ich für euch zubereite? Wenn ihr schon mal in Tel Aviv wart, wisst ihr das, ein Shakshuka. Also dieses unfassbar geniale Frühstücksgericht. Ich mache das so ein bisschen anders, wie man das vielleicht kennt, aber nicht weniger gut. Wir brauchen frische Tomaten und ordentlich Chili. So, Tomaten und Chili werden klein geschnitten. Dann kommt dazu Zwiebel und Knoblauch. Zwiebel. Und dann nochmal, zack, zack. Und viel Knoblauch. Schau mich mal an. Pass auf, viel Knoblauch. Das sind so Monsterzehen. Atomzehen nennt man die im Fachjargon. Bernd, die sind echt super, weil da musst du nicht so viel schälen. Ja, die gibt es eigentlich in jedem Supermarkt, diese großen Zehen. Bernd ist im Übrigen der, der hier filmt. Okay? That's it. Viel Olivenöl, schau mal her, viel. Also schon einen ordentlichen Schluck. Und zu diesem Olivenöl kommen jetzt die Tomaten, Zwiebel, Knoblauch, der Chili. Und das Ganze wird jetzt fein angeschwitzt. Okay, die Zwiebel sind schon schön glasig. Jetzt kommt Tomatenpüree dazu. Ja, ganz normales, handelsübliches Tomatenpüree. Rein damit. So, dann ein bisschen Bacon. Und ich habe den absichtlich nicht angebraten, dass der so ein bisschen sein ursprüngliches Aroma behält. Und wenn man das Shakshuka vegetarisch machen will, natürlich kein Schinken. Ja? So. Okay? So. Jetzt die leckere Tomatensoße mit viel Olivenöl würzen. Salz und Pfeffer. Ja, ich habe wieder meinen schönen geschroteten Pfeffer. Zauberschublade. Eine Prise Zucker. So. Und nun lassen wir das noch mal so 5 Minuten köcheln. So, und dann die mediterrane Allzweckwaffe. Ja? So ein Stück frischer Parmesan. Jetzt mal ganz ehrlich, ganz ehrlich. Habt ihr so ein Parmesan daheim? Das ist fast Pflicht, ja. Mediterranes Gold. Auch wenn das geografisch in eine bisschen andere Richtung geht. So, Parmesan hier rüber. Und jetzt müsst ihr darauf achten, ja, dass es nicht zu sehr kocht. Und jetzt kommen Eier rein. Richtig schöne, frische, leckere Eier. Und zwar vorsichtig. Dass sie nicht kaputt gehen. So. Dann, ich sage ja, das ist mein Shakshuka. So mache ich das. Mozzarella in kleine Stücke geschnitten. Und jetzt den Mozzarella noch hier rein. Und last but not least habe ich hier die Allzweckwaffe aller Hänse, Hüttenkäse. Sehr, sehr, sehr lecker. Hüttenkäse. Ready for takeoff. Obendrauf kommt noch ein bisschen Rosmarin. Ein bisschen Salz und Pfeffer. So. Schaut mich mal an. Jetzt kommt das Ganze in den Backofen. 170 Grad, nicht so heiß. Ungefähr 8 Minuten. Freunde, ohne Witz, das ist extrem geil, also extrem, ja, also nicht nur so ein bisschen, sondern das ist wirklich der Hammer, das ist wirklich der Hammer. Ich mache das so oft zu Hause, ja, so ein Shakshuka ist toll, Shakshuka à la Hänse finde ich nochmal ein Stückchen besser. Und man kann das auch in dieser schönen Pfanne auch servieren, schon mal so auf den Tisch stellen. Und jetzt sind die Eier so ein bisschen weich, oben gestockt, ja, und jetzt kann man die so, jetzt kommt das Ei gelb raus. Und jetzt kann man das Ganze hier so schön essen. Und das ist, noch ein bisschen Hüttenkäse dazu. Achtung. Sau heiß. Und brutal gut. Die Tomaten sind heiß. Oh, lecker. Der Knoblauch. Guten Appetit. Und wo? Rezept in der Beschreibung. Rezept in der Beschreibung, sagt der Kameramann. Also, bis dann. Ciao.